Hallo und willkommen. In diesem Video möchte ich kurz über QR-Codes reden. QR-Codes sollen euch helfen, schnell Stöcke zu identifizieren und draußen zu arbeiten. So, erstens, wie könnt ihr schnell QR-Codes ausdrucken für die App B2App? Dazu geht ihr auf die Stocktabelle im Browser, markiert die Stöcke, für die ihr einen QR-Code haben möchtet. Geht hier auf dieses Dropdown und hier gibt es Drucken Stockkarte und Drucken QR-Code. Wir wollen Drucken QR-Code. Drucken QR-Code öffnet sich ein kleiner Dialog, wo die QR-Codes generiert werden. Dann könnt ihr hier noch auf Druckkunden gehen. Dann öffnet sich ein separates Fenster, was automatisch zu euren Drucker geschickt wird. Diese QR-Codes haben unterhalb immer den Namen von euren Stockident. Wenn ihr die ausgedruckt habt, könnt ihr am Handy oder auch am Computer, zumindest müsst ihr eine Kamera haben, habt ihr dieses Symbol in eurer Top-Leisten. Das heißt QR-Code scannen. Wenn ihr auf dieses klickt, müsste der QR-Code kommen. Hi. Und hier könnt ihr eure QR-Code scannen. Scannt ihr diesen QR-Code, so wie jetzt passiert, kommt ihr zu dem Stock, wo der QR-Code hin zeigt, mit allen Details. Scannt ihr einen QR-Code im Quick-Tool, wird dieser automatisch ausgewählt. Seht ihr hier im Hintergrund. Der Scanner bleibt offen und ihr könntet so automatisch hintereinander mehrere QR-Codes scannen und schnell eine Auswahl damit machen. Das Gleiche funktioniert auch unter Wanderungen, wenn wir aufs Wanderungsformular gehen und hier wieder die Kamera aktivieren und unseren QR-Code scannen. Seht ihr, im Hintergrund wurde der Stock selektiert. Auf jeder anderen Seite, zum Beispiel von Dashboard aus, und ihr scannt den QR-Code. Kommt ihr zum Stock. Natürlich könnt ihr einen QR-Code auch zum Beispiel für das Quick-Tool machen. Dazu geht ihr auf das Quick-Tool, dann auf hier den Pfad herunten in der Leiste. Wenn ihr auf diesen Pfad klickt, das versteckt, öffnet sich dieses Fenster. Und hier werden auch QR-Codes generiert für das aktuelle Fenster. Zum Beispiel hier für den Quick-Tool und hier für eine Ernte. Wenn ihr diese QR-Codes ausdruckt und ihr möchtet zum Beispiel schnell zum Quick-Tool kommen, drückt ihr diese aus. Und ihr seid zum Beispiel auf der Startseite, öffnet den QR-Scanner. Lest den Tag ein und ihr kommt direkt zu dieser Seite her. Also ein super kleines Tool. Ihr müsst halt die QR-Codes ausdrucken und am besten irgendwo wasserdicht verschließen. Und damit lässt sich recht schnell arbeiten. So könnt ihr auch QR-Codes auf zum Beispiel eure Honigzagen geben für einen Stock und bei der Ernte schnell einscannen, wenn ihr wollt. Also alle Möglichkeiten stehen euch da offen. Das Einzige, ihr braucht eine Kamera und beim ersten Mal am Handy müsst ihr den Zugriff berechtigen, dass ihr auch wirklich, dass die App einen B2 Zugang zur Kamera hat. So, vielen Dank.